Vor vielen Jahren, als Frank Betker seinen Bestseller Lebe begeistert und gewinne geschrieben hat, wusste er über diese Wichtigkeit bereits Bescheid. Wenn du jemanden eine Idee von dir vermitteln möchtest, dann ist es sehr ratsam, diese in eine Meinungsfrage zu verpacken. Du könntest deinem Freund zum Beispiel sagen, ich möchte dich zu etwas nach deiner Meinung fragen. Was hältst du davon? So werden deine Ideen zu seinen Ideen und gleichzeitig fühlt sich dein Freund geehrt, weil du ihn nach seiner Meinung gefragt hast. Leider passiert uns das heute viel zu selten, dass uns jemand nach unserer Meinung fragt. Denke einfach mal selber darüber nach, wenn dich das letzte Mal jemand nach deiner Meinung gefragt hat und wie du dich dabei gefühlt hast. Du warst sicherlich sofort hochkonzentriert und aufmerksam, weil du ja persönlich gefragt wurdest.